Ja, einer der SWR-Chefs fährt eine volle Breitseite gegen Widerstand 2020 und alle anderen Corona-Nachdenklichen. Ja, da wird gesagt, der Wirrköpfe und nennt in einem Atemzug Widerstand 2020 und dann auch noch Spinner und Corona-Kritiker. Ja, das ist also das Niveau unserer freiheitlichen Demokratie mit freier Meinungsäußerung, dass man jeden, der anderer Meinung ist und andere wissenschaftliche Argumente hat, sofort beschimpft als Wirrkopf, Spinner und Corona-Kritiker sozusagen. Ja, also Beleidigung statt Argumente, das ist das Motto schon der obersten Medienleitungen. Ja, das ZDF hatte ja auch schon in ähnlicher Weise geschossen gegen Widerstand 2020. Ja, aber auf der anderen Seite ist auch natürlich Widerstand 2020 natürlich auch selbst schuld daran, denn sie hätten sich ja mit den NextScientistsforFuture.de schon längst zusammentun können, wo sie mit der Wohlfühlstimme eine Ermächtigung der Bürger gehabt hätten und dann auch von jedem Rechtsvorwurf und rechtsradikale Ecke und so weiter von diesem Verschwörungstheoretiker-Vorwurf dann befreit wären und befreit gewesen wären, denn mit der Wohlfühlstimme, wo ist es, wird das ja quasi so, dass nicht mehr gewinnbringende Irrtümer, also wir haben es ja hier mit gewinnbringenden Irrtümern zu tun, mit der Gefährlichkeits-, in der Medizin standardmäßigen Gefährlichkeitsüberschätzung von Viren und Bakterien sozusagen, des Mainstreams der Medizin. So nach dem Motto, die Mikrobe ist alles, das Terrain ist nichts, ne? Und in dem Sinne ist es dann so, nur wer eben Gefährlichkeiten überschätzt, macht gute Geschäfte und große Geschäfte, kann 2 Kinder, 3 Enkel, 2 Urenkel, eine ganze Familie, Großfamilie begründen, sozusagen der durchschnittlichen Medizinprofessoren. Aber wer die Wahrheit sagt und sagt, nein, es hängt in erster Linie an eurem Immunsystem, ihr dürft diese ganze krankmachende Nahrung nicht essen, ihr müsst naturbelassen leben und Lebensstilmedizin, Ernährungsmedizin, Sport als Medizin und, dann habt ihr keine Probleme mit Mikroben sozusagen. Ja, das bringt kein Geschäft, ja, weil man sich dadurch keine Dauerpatienten und Dauerkunden erzeugt. Und wenn man jetzt die Wohlfühlstimme einführt, dann ist es so, dass die also sozusagen Gefährlichkeitsübertreibung als Geschäft ganz, also das auch wirklich glauben. Also wir müssen uns immer klar sein, es ist nicht so, dass diese Ärzte lügen, sondern sie geben einfach nur ihre Meinung wieder, ihre Irrtümer wieder. Ne? Schluck Wasser. Aber da man mit solchen Irrtümern den Kunden und überhaupt allen Menschen nur schadet, würden dann die Wohlfühlstimmen schlecht ausfallen im Umfeld solcher Ärzte und dadurch würden sie keine Verdienstzuschläge bekommen, während diese Wahrheitsorientierten quasi hierhin rücken und dann eben viele Verdienstzuschläge bekommen. Und diese können die Wahrheitsorientierten und die Irrtumsorientierten können sich ja auch ändern und können ja die Wahrheiten lernen. Ja? Und dann können alle zu Recht viele Nachkommen ernähren, weil sie der Bevölkerung nutzen. Und diese Kritik, die damit auch an der Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, also das ist ja der Chefideologe mit seiner bürgerlichen Revolution für die Marktwirtschaft, also quasi in dem Moment, wo Widerstand 2020 sagen würde, ja hoppla, die Marktwirtschaft ist also die Ursache aller Probleme und die müssen wir beenden. In dem Moment wären sie auch, so wie die NextScientistsforFuture.de, aus diesem ständigen Schlagwort Verschwörungstheoretiker sozusagen und rechtsradikal, da wäre wie Widerstand 2020 raus. Und dann kämen auch nicht mehr so Formulierungen wie Wirrköpfe, Spinner und so weiter, ja, sondern es käme dann raus, aha,
da ist eine sachliche, wissenschaftlich fundierte Kapitalismus- und Marktwirtschaftskritik und die wollen uns Bürger und auch die Milliardärskönige ermächtigen, sodass also Wirtschaft den Menschen dient, also nicht mehr wie beim Ermächtigungsgesetz oder wie auch immer, ein Herrscher sozusagen und alle müssen diesem Herrscher dienen, sondern durch die Wohlfühlstimme wird jeder einzelne Mensch zum Herrscher sozusagen und wird ermächtigt, ja, weil alle müssen nach seiner Pfeife tanzen. Wenn ich meine Wohlfühlstimme entscheide, dann der Arzt wird zu meinem Diener und der Lebensmittelhändler wird zu meinem Diener, alle werden sie zu meinem Diener, denn wenn sie mir nicht gut dienen, dann und meine Wohlfühlstimmen sich verschlechtern, dann kriegen sie auch keinen Verdienstzuschlag für mich, so dass sie dann Geld verlieren. Also so würde dann die Wirtschaft zum Diener der Menschen und so muss es doch eigentlich auch sein, oder nicht, ne? Und ja, also ich bin mal gespannt, ob sich da noch ein Kontakt herstellen lässt mit Widerstand 2020. Denn an sich sind die ja schon am Ende, denn wenn jetzt die Großmedien wie SWR und ZDF sozusagen sie öffentlich fertig machen, dann sind sie sozusagen dann bald so Parias wie die AfD Parias sind, ne? Und man merkt ja, das geht da nicht mehr um sachliche Argumente, es geht nur noch um Beleidigen, ja? Wirrköpfe und Spinner, ja? Und wenn man aber sozusagen sich marktwirtschaftskritisch und kapitalismuskritisch und dann sagt, ja, neue Wohlfühlstimme, Ermächtigung für die Bürger, dann wird niemand mehr nur noch einfach beleidigend vorgehen, sondern dann wird man sachlich mit Widerstand 2020 reden. Aber ohne diese Verbindung wird das, glaube ich, nichts mehr, weil das ist jetzt durch, wenn einmal die Medien sich negativ eingeschossen haben gegen eine Partei, dann kann sie sozusagen der AfD da, kann sie so im Umfeld der AfD sozusagen ein Schattendasein führen, denn Widerstand 2020 muss sich, das gibt nur einen Platz für die Köpfe oberflächlicher Journalisten, muss sich zwischen SPD und Grüne einordnen. Und das kann sie nur durch eine Kooperation mit nextscientistsforfuture.de und der Wohlfühlstimme als der Ermächtigung aller Bürger, die die Wirtschaft zum Diener jedes einzelnen Menschen macht und davon profitieren dann auch unsere geliebten Milliardärskönige gewaltig, weil sie dann endlich 127 Jahre alt werden dürfen, das und das kerngesund und mit einer 20-fach höheren Lebensqualität. Ich wiederhole jetzt nicht alles, ich verweise auf die anderen 460 Sendungen und so weiter, ja, und auf die 4 Homepages, die sich eröffnen, wenn man nextscientistsforfuture.de aufruft, ja. Weiter geht's also. Ja, im Moment ist es quasi so, dass so ganz viele so überrascht sind. Ja, es fällt auf, da bei Corona stimmt irgendwas nicht. Da ist eine Gefährlichkeitsübertreibungsirrtum, der da eine Rolle spielt. Ja, aber das ist doch ganz normal. Also das ist so für viele Leute, also das haben wir seit fast, also maximal 400.000 Jahren. Also wie gesagt, die Erfindung des Tauschhandels liegt irgendwo zwischen von vor 140.000 Jahren bis vor 400.000 Jahren. Und genau so lange werden wir Gehirn gewaschen mit gewinnbringenden Irrtümern. Denn hier, um das noch einmal kurz deutlich zu sagen, hier, hier ist es, ein Frühhändler und Früharzt sagt, ja, also ich liefere euch natürlich nur herrliche, naturbelassene, reife Früchte, Gemüse, Wildkräuter, Pilze und so weiter. Also alles, was reine Natur ist, darauf ist euer Genbestand angepasst. Das passt zu eurem Stoffwechsel und dann habt ihr starke Immunsysteme, wunderbar, alles gelöst, ja. Und dann braucht ihr mich als Heiler auch nicht, ne? Ja, und der lebt in der Wahrheit. Aber unter den Bedingungen der krallschen Marktwirtschaft
sozusagen kommt es automatisch zu einem sich Irrenden. Das Naturgesetz Mutation und Selektion führt dazu, dass automatisch ein Frühhändler und Früharzt sich irren müssen. Und er sagt dann, ach nein, ihr könnt ruhig meine künstliche Nahrung essen, diesen modernen Chemiekram, den könnt ihr ruhig essen, der ist genauso wertvoll und so weiter. Und was ihr braucht, ihr müsst nur einfach viele von meinen Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Operationen und Chemotherapien kaufen. Nur so könnt ihr dann gesund leben. Und eure Ernährung und euer Lebensstil hat ja gar nichts mit euren Krankheiten zu tun. Wenn, dann habt ihr Gendefekte. Plötzlich haben alle Leute angeblich Gendefekte. Ne? Aber das glauben diese Irrtumsträger dann tatsächlich. Damit machen sie riesige Gewinne, können viele Nachkommen ernähren. Und am Ende kommen dann solche Durchschnittsmedizinprofessoren wie Professor Drosten raus, die glauben, ja, also die Viren sind allmächtig, sind alle Killerviren, sind alle wahnsinnig gefährlich und wir können uns nur retten durch Impfungen oder andere Dinge und so weiter, ja. Aber das ist das Wesen der Marktwirtschaft, dass wir gehirngewaschen werden und zu Kunden gemacht werden, ne? Weil die Wirtschaft, eben weil da die Wohlfühlstimme zum Beispiel fehlt, neben vielen anderen Reformkonzepten der Next Scientist for Future.de. Und durch das Fehlen der Wohlfühlstimme dient nicht die Wirtschaft uns, sondern wir sind die Sklaven der Wirtschaft, die Anhängsel der Wirtschaft. Und die Wirtschaft macht halt mit uns, was man mit Sklaven macht. Man nutzt sie aus, ne? Und das geht nicht anders. Professor Stefan Homburg war in einem Großmedium NTV, ich weiß nicht, wie groß das wirklich ist, aber das scheint ja so ein Fernsehsender, Nachrichtenfernsehsender zu sein. Und da durfte er also durchaus offen von dem unnötigen Lockdown sprechen, ja, also hört. Und er wurde dort eben nicht direkt als Wirrkopf und Spinner bezeichnet oder beleidigt, ne? Hört. KenFMs, der Sender hat also was berichtet, nämlich dass Weißrussland und Schweden, also Weißrussland wird jetzt mal wieder genannt, ja, haben wir ja viele Sendungen zugemacht, ja, letztendlich beide diese Staaten beweisen, ignorieren wie bei einer Grippeepidemie wäre genau richtig gewesen. Also noch nicht mal ignorieren, ja, also einfach keine Panik machen, dann hat man nicht die Schäden durch die Panik und dann kann man eben durch eine, und dann sagt der Sender KenFM, ja, letztendlich war es ja doch nur eine mittlere Grippewelle. Manche sagen ja, vielleicht war es doch eine etwas stärkere Grippewelle. Aber auf jeden Fall war es nichts, was irgendwie, was weiß ich, doppelt so stark wie eine Grippewelle gewesen wäre. Ja, und ja. Und dann wird natürlich immer wieder gesagt, auch bei KenFM im Sinne der Verschwörungstheorien, ja, die haben das alles gewusst. Das bezweifle ich. Irrtümer, die Leute glauben ihre Irrtümer und handeln im Gespräch entsprechend ihrer Irrtümer und das ist dann eben entsprechend schädlich. Ja? Ja, wir haben also 120 Professoren, Wissenschaftler, die kritisch sind und die über 20 der Next Scientist for Future.de und die hatten recht, diese 140 hatten also recht, ja. Und vor allem haben die Next Scientist for Future.de dann auch noch die Lösung, wie man sowas in Zukunft verhindert. Sonst kommt jetzt nach der Schweinegrippe, jetzt kommt der Corona-Skandal, erst der Schweinegrippe-Skandal, dann der Corona-Skandal. Die Leute vergessen ja nach einem halben Jahr ist das alles wieder vergessen. Und was kommt dann? Dann kommt der Fledermaus-Skandal, dann kommt der Flughundeskandal. Und so geht das immer weiter, wenn wir nicht an die Ursache rangehen. Und ein Denkmodell ist eben die Wohlfühlstimme. Ne? Ja, dann hat Bodo Schiffmann mit seiner Partei Widerstand 2020 eine Sendung gebracht gehabt von Tansania und die haben dann eben alle möglichen Substanzen mal getestet und fast überall schlug der Test einfach so positiv aus, sodass man sagen kann, was ist das für ein Schrotttest, ne? Ja, und dann noch allgemein zur Wirtschaftsfrage. Was ist eigentlich los in Europa? Ja, also
warum, die Schlüsselfrage ist so, die mir so eingefallen ist, warum verkauft eigentlich Fiat als Autohersteller nicht einfach seine Fiat so billig, dass die ganze Welt sie kaufen will, weil sie so einfach, so extrem billig sind, so preiswert, ja? Und die Antwort könnte lauten, weil man in Italien die Löhne künstlich über den Leistungslevel hochhalten will und dann lieber das Geld aus Europa holt. Ja, also sozusagen, ich denke doch, jede Firma könnte doch ganz viel Produkte verkaufen. Man muss doch nur die Löhne der realen Produktivität ansenken und die Löhne einfach runtertun. Und dann können doch die Fiats auf dem Weltmarkt viel billiger angeboten werden und können nicht, weil sie die Besten sind, Weltmarktführer werden, sondern weil sie die Billigsten sind. Aber dafür müssten eben die Italiener von der Illusion wegkommen, dass sie eben hohe Löhne verdienen würden, obwohl sie die Leistung nicht bringen, denn ihre Fiat sind wohl nicht Weltspitze als Autos, ne? Und das ist diese Anspruchshaltung, ja? Also sozusagen, unsere Produkte taugen nichts, aber trotzdem will ich die Löhne haben, wie als wenn wir tolle Produktentwickler wären, ne? Und ist das nicht auch in Griechenland? Ist es nicht auch so, dass Griechenland gut florieren könnte, wenn sie einfach alle finanziellen Zuwendungen drastisch runterfahren würden und sagen würden, mehr leisten wir im Moment nicht. Wir haben nichts. Also wir haben eben kein Smartphone, das uns die Welt aus den Händen reißt und bereit ist, fast jeden beliebigen Preis zu bezahlen. Wir haben keine Produkte. Wir sind nicht innovativ. Wir sind zu dumm dafür. Wir können nichts entwickeln. Wir sind zu blöd dafür. Wir sind unfähig und so weiter. Und dann müssen wir halt das, was wir anbieten können, zu so niedrigen Preisen anbieten, dass die Welt es trotzdem haben will. Ja? Das ist so meine Frage. Haben sich da mittlerweile, wie Professor Hans-Werner Sinn vorsichtig angedeutet hat, haben die sich gewöhnt daran, die ganzen Staaten und Länder, dass sie sagen, wir halten überall unsere Bezüge und Löhne künstlich hoch und machen alles unheimlich teuer im eigenen Land und holen uns dann die fehlenden Gelder aus Europa. Ist das tatsächlich die Strategie? Dann läuft da wirklich was schief, was grundsätzlich ist. Ja, also ich hoffe, es ist deutlich geworden, die Menschheit hat nur eine Chance, die Next Scientists for Future.de, und wir müssen einfach mal kontrovers überall diskutieren, über die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die den Bürger zum Herrscher der Welt macht und nicht mehr es so macht, dass die Wirtschaft uns zum Sklaven macht und als Sklaven uns ausschlachtet. Und Corona ist nur ein kleines Aus. Ja, also die Leute tun so, als hätte es nicht Millionen und Abermillionen, Hunderte von Millionen, Milliarden Tote in Kriegen gegeben, wo doch einfach nur die Waffenhändler und Rüstungshändler mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen haben. Marktwirtschaft ist so. Marktwirtschaft geht über die Leichen der Sklaven. Und wir sind nun mal die Sklaven. Und nur die Wohlfühlstimme. Und wir hätten mit der Wohlfühlstimme auch dann keine Chance, wenn es nicht so wäre, dass sie das Leben der Milliardärskönige um den Faktor 20 mal mehr Lebensqualität, x-fach mehr Gesundheits- und 120 Jahre gesundes Leben sozusagen. Wenn wir denen nichts zu bieten hätten, dann könnten wir gleich einpacken. Aber wir haben das zu bieten. Die Next Scientists for Future.de können wissenschaftlich genau aufzeigen, wo sozusagen der Milliardärskönig den Großteil seiner Lebensqualität verliert und wo und wie er den Großteil seiner Gesundheit verliert und wo und wie den Großteil seiner natürlichen Lebenserwartung verliert. Ja,
So viel zur heutigen, jetzigen Ausgabe der Wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis später.